Realität im Alltag und bei Reisen sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Aber 20% der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Verkehr, davon der Großteil aus dem Straßenverkehr. In diesem Bereich können wir also als Individuen den Klimaschutz gut voranbringen. Wir können uns für umweltfreundliche Mobilität entscheiden. Wenn es guten ÖPNV gibt, lassen wir das Auto öfter stehen als bisher. Wenn wir ohne Auto nicht auskommen, wie zum Beispiel oft im ländlichen Raum, dann können wir Fahrgemeinschaften wählen. Ich nutze mehrmals pro Woche statt meines Autos das Fahrrad. Ich habe festgestellt, dass ich mit dem Rad hier in Duisburg nicht wesentlich langsamer unterwegs bin als mit meinem Auto. Dadurch hat meine persönliche CO2-Bilanz durch Luft- und Lärmbelästigung abgenommen. Und ich tue das auch noch für meine Gesundheit. Darüber hinaus benutze ich auch für Fernfahrten immer öfter den Nah- und Fernverkehr der Bahn. Besonders, wenn ich in den Kölner Raum fahre. Das entspannt mich. Und bei der Fahrt entspannt mich das auch und die Parkplatzsuche mit den hohen Parkplatzgebühren entfällt. Das Deutschlandticket ist dabei eine gute Alternative. Frag doch einfach mal deinen Arbeitgeber, ob er dich bei dem Jobticket oder auch beim Jobbike unterstützen würde. Dies ist auch in Kombination eine super Alternative zum Auto. Hast du schon mal über deine Reisepläne nachgedacht? Ob unbedingt eine Flugreise nötig ist? Deutschland ist so schön und bietet jedem Geschmack etwas, ob am Meer oder in den Bergen, am See oder an einem Fluss. Es wird für alle Geschmäcker etwas geboten. Innerhalb von Deutschland kann man super gut mit der Bahn fahren. Und wenn man nicht unter Stress steht, dann kann es einem auch egal sein, ob der Zug gerade Verspätung hat oder nicht. Eine Mitnahme des Fahrrades ist auch im Fernverkehr möglich. Es bedarf nur einer Fahrkarte für das Rad. Sie kostet nicht viel. Oder gleich eine Radreise machen. Man kann sie buchen oder auch selber planen. Ich habe festgestellt, dass das Rad immer mehr in den Fokus kommt. Und das ist auch gut so. Fang doch in dieser Woche einfach mal damit an und versuche mal ganz auf dein Auto zu verzichten. Ich wünsche dir dabei viel Spaß.